Nachfolgend mache ich 9 Aussagen zum isobaren Heizen. 7 Aussagen sind korrekt, 2 sind falsch. Man soll herausfinden, welche Aussagen falsch sind, also genau 2. Um sich eine Vorstellung von den idealen thermodynamischen Prozessen zu machen, habe ich den Carnotor entwickelt. Beim Carnotor befindet sich der zu untersuchende Stoff, also hier das ideale Gas, in dieser Kammer. Im anderen Teil befindet sich eine ideale Flüssigkeit, also inkompressibel und reibungsfrei. Um das isobare Heizen zu gewährleisten, ist jetzt hier beim Hydraulikteil ein Ausgleichstank angehängt worden, der garantiert die Stabilität des Drucks. Also der sorgt dafür, dass der Druck hier drin immer konstant bleibt. Und dann wird von der anderen Seite mit Hilfe einer Wärmepumpe Wärme hineingebracht, das nennt man dann Heizen, oder Wärme abgeführt, das nennt man dann Kühlen. Nun zu den Aussagen. Erste Aussage: Dem Gas wird Energie in Form von Wärme zugeführt beim isobaren Heizen. Zweite Aussage: Die zugeführte Wärme entspricht der Zunahme der inneren Energie. Dritte Aussage: Die zugeführte Wärme entspricht der Zunahme der Enthalpie. Vierte Aussage: Die Temperatur des Gases steigt. Fünftens: Das Volumen des Gases nimmt zu. Sechstens: Dem Gas wird Entropie zugeführt. Siebte Aussage: Die Entropie des Gases nimmt zu. Achte Aussage: Die zugeführte Wärme entspricht der Fläche unter der Kurve im Temperatur-Entropie-Diagramm. Neunte Aussage: Die zugeführte Wärme entspricht der Fläche unter der Kurve im Druck-Volumen-Diagramm. Wer jetzt Mühe hat, diese Aussagen als korrekt oder falsch zu erkennen, der soll sich mal dieses Video ansehen. Das Video habe ich vor einem Jahr gemacht, also ein bisschen mehr als ein Jahr am Heiligabend. Und da geht es um isobares Heizen und Kühlen. Und da diskutiere ich diesen Prozess mit der gesamten Mathematik dazu.